Just hear those sleigh bells jingling, ring, ding, tingling too. Tag Nummer 15 des Sprint to Glory Adventskalenders. Ich merke gerade, eigentlich bleibt sogar gar nicht mehr so viel übrig. Es geht so langsam aber sicher in den Endspurt und ich muss sagen, ich bin mega heiß darauf. Für die heutige Sprint to Glory geht es in ein weiteres, relativ exotisches Land, kann man sagen. Es ist ein weiteres Land, was inoffiziell, kann man sagen, auch ein Nachbarland von Deutschland ist. Also da liegt zwar ein bisschen Wasser dazwischen, aber das ist jetzt nicht so viel. Wir waren bereits in den Niederlanden, wir waren bereits in Belgien und heute geht es nach Dänemark und da nehmen wir den FC Kopenhagen. 13-maliger dänischer Meister, 8-maliger Landespokalsieger und dazu dann auch noch das letzte Mal überhaupt im Jahre 2010 für die Champions League qualifiziert. Damit soll heute aber Schluss sein. Wir wollen heute am Ende des Videos den ersten dänischen Champions League-Sieger sehen. Bevor wir in dieses lange Abenteuer reinstarten, vergesst eh wie immer da draußen natürlich nicht, einen Daumen nach oben auf die heutige Sprint to Glory dazulassen. Würde mich mega freuen, wenn wir 3000 Likes packen würden. Abonnieren und Glocke aktivieren ebenfalls nicht vergessen, um in der Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Sprint to Glory mit dem FC Kopenhagen. Let's go! In der Karriere da angekommen, sehe ich schon mal ein kleines Problem, denn es gibt kein Vorbereitungsturnier, was daran liegt, dass der Ligabetrieb hier in Dänemark tatsächlich schon im Juli beginnt. Das kann spaßig werden. Wir wollen gar keine Zeit verlieren. Das ist die Mannschaft, die wir zum Start der Karriere haben. Da sagen mir ehrlich gesagt die wenigsten Namen was, eigentlich nur er hier, nämlich Papagiannopoulos. Klar, man kennt ihn doch. Nee, kleiner Spaß natürlich nur. Der Einzige, der mir eigentlich was sagt, ist Viktor Fischer, ehemaliger Ajax Amsterdam-Spieler. Aber ansonsten haben wir hier eben einen Kader und nicht wirklich viele Talente. Und ja, daraus gilt es jetzt das Beste rauszuholen. Ich habe ihn absolut übersehen, Leute. Es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Der Lord ist dabei. Niklas Bendtner. Eigentlich müssen wir in der ersten Saison schon die Champions League gewinnen, auch wenn wir nur in der Europa League spielen. Folgende Kandidaten wandern auf die Transferliste. Natürlich vor allen Dingen die älteren Spieler, die jetzt nicht unbedingt mehr großartig von der Gesamtstärke steigen. Wir brauchen unbedingt Geld und deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir auch wirklich alle Spieler irgendwie verkauft bekommen. Dazu auch ein Viktor Fischer. Der ist zwar eigentlich unser bester Spieler von der Gesamtstärke her, aber hat gar kein Potenzial mehr und ich hoffe einfach mal, dass ich für den vielleicht ein bisschen Geld bekomme. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, aber 10 Millionen Euro Budget zum Start der Karriere und damit gilt es jetzt in dieser ersten Transferphase so viel Schaden wie möglich anzurichten. Ich bin gespannt, was so passieren wird und die Transfers, die seht ihr gleich. So Leute, die erste Transferphase ist vorbei. Wir sind am Transfer Deadline Day und jetzt wird es auch mal an der Zeit, sich die Transfers anzugucken. Also wir haben vielleicht dezent viel eingekauft. Begonnen mit Gonzalo Maroni von Sampdoria Genua, für den wir gerade mal 4 Millionen Euro bezahlt haben. Volodymyr Shepelev, ebenfalls aus der Ukraine, für 6,1 Millionen unter Marktwert geholt, genauso wie Nathan Ferguson von West Bromwich Albion für 1,1, Nicolas Posa für 1,5 von Montpellier, Jesus Ferreira aus der MLS für 1,3 Millionen, dann haben wir Romario Baro vom FC Porto für 7,8 Millionen, Dilrosune von der Hertha für 8,3 Millionen, Guiri, ja, Namen auf jeden Fall, On Fleek für 2,4 Millionen, Thiago Almada für 7,4 Millionen und der Transfer Deadline Day Transfer von uns für 8,752, hast du nicht gesehen, Adria Pedrosa für die linke Verteidigung mit einer Gesamtstärke von 75. Auf der anderen Seite haben uns die folgenden Kandidaten verlassen. Falk für 11,8 Millionen, Bengtsson für 810.000. Haben wir jetzt hier eben unsere Transfers. Und hier nochmal Verkäufe. Thompson für 1,5 Millionen zu Al-Ali. Und hier weiter unten haben wir eigentlich nur Verkäufe. Viktor Fischer für 15 Millionen, Buenos Aires, starker Verkauf. Der Kollege hier, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, zu Girona für 3,3. Zika für 8,8 zu Norwich City. Und zu guter Letzt Jeland für 4,25 zum PSV Eindhoven. Das heißt, unser Kader für die erste Saison sieht folgendermaßen aus. Einziges Manko persönlich, wie ich finde, also wir haben ja quasi die komplette Startelf ersetzt. Die Doppelsturmspitze, da haben wir zwar Bendtner drin, aber eben zwei sehr, sehr talentierte Backups, die dann hoffentlich in der Saison steigen und dann hoffentlich auch die beiden Stammstürmer werden. Und dazu noch die Torhüter-Position, weil da haben wir zwei 74er Gesamtstärken, die beide absolut alt sind und nicht mehr steigen werden, aber beide haben sich, oder nicht mal einer von beiden, hat sich irgendwie verkauft. Miese Zeiten. Transferbudget haben wir so gut wie gar keins mehr zur Verfügung. Das heißt, es geht jetzt rein ein erstes Mal in die Kalendersimulation und dann sehen wir uns zur Saisonhälfte im Januar 2020, beziehungsweise es ist, glaube ich, auch hier in Dänemark nicht die Saisonhälfte, aber wir sehen uns dann im Januar wieder. So Leute, ein erstes Mal dann angekommen im Januar 2020 und wir blicken auf die Wettbewerbe. In der Liga sind wir mit einem Punkt Vorsprung Erster, also das sieht ganz in Ordnung, ne? Man kennt es, also 8 Gegentore gerade mal, 50 Punkte bisher geholt nach 20 Spielen, das ist definitiv
definitiv in Ordnung. Superliga-Playoffs, das gibt's bestimmt dann, wenn die Saison irgendwie vorbei ist. Und zu guter Letzt die Euroleague, da sind wir ebenfalls vertreten. Und da geht es in der Runde der letzten 32 gegen Red Bull Salzburg ran. Das ist ein ganz schön schwerer Gegner. Dafür, dass wir Gruppenerster geworden sind. Ohne eine einzige Niederlage. 14 Punkte vor Dynamo Kiew, vor Malmö und Co. Das bedeutet, RB Salzburg ist nur Zweiter geworden in deren Gruppen. Wen sind die denn in einer Gruppe? Oder, nee, stimmt, die kommen ja... Stimmt, die kommen ja aus der Champions League. Habe ich voll vergessen. Ja, okay, dann ist es ein bisschen Pech für uns. Das hier ist die Mannschaft zur Hälfte der Saison. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Von den Entwicklungen her, beide Flügelspieler mit einer 75. Genauso wie Kollege Schepelev auf der 6er Position. Ansonsten könnt ihr ja den Rest selber sehen. Also, das sieht nicht schlecht aus. Unser bester Spieler ist eben der Linksverteidiger Pedrosa mit einer 76er Gesamtstärke. Ich glaube, mit dem Budget, was wir zur Verfügung haben, wird man jetzt hier keine großartigen Bäume mehr rausreißen können. Deswegen springen wir das erste Mal rein in den Kalender, in die Simulation und sehen uns dann zum Ende der Saison bei was auch immer wieder. Okay Leute, angekommen im Juni 2020 blicken wir auf die Endresultate. In der Liga sind wir Meister geworden, eine einzige Niederlage hier und 93 Punkte am Ende auf unserem Konto. Es läuft hier, wie es aussieht, genauso wie in der belgischen Liga mit drei verschiedenen Runden, einmal der Meisterschaftsrunde und zwei Relegationsrunden und wir waren eben in der Meisterschaftsrunde und haben die letztendlich auch gewonnen. Und jetzt noch der Blick auf die Euroleague, da könnte es, denke ich mal, so gewesen sein, dass wir in der Runde der letzten 32 ausgeschieden sind. So sieht es aus, gegen RB Salzburg, aber nur mit einem 3:2 insgesamt. Also das ist, würde ich mal sagen, definitiv in Ordnung. Das hier ist die Mannschaft zum Ende der ersten Saison. Von den Entwicklungen her bin ich mehr als nur zufrieden. Also wir haben hier definitiv schon mal eine komplette 70er-Mannschaft. Das ist in Ordnung. Und ansonsten könnt ihr ja den Rest selber sehen. Viele 76er-Gesamtstärken. Pedrosa immer noch unser bester Spieler mit einer 77. Und damit gehen wir jetzt rein in Saison Nummer 2. Dort angekommen gilt unser allererster Blick jetzt erstmal dem Transferbudget, welches wir hier in der zweiten Saison zur Verfügung haben. 19 Millionen Euro. Das ist, würde ich mal sagen, ganz in Ordnung. Mal gucken, was man damit so anstellen kann. Transferliste für die zweite Saison ist ein wenig leerer als die erste, aber okay, ich denke mal, durch die Spieler könnte man trotzdem noch ein bisschen was an Geld einnehmen und hoffen wir mal, dass sie sich alle für auch ein bisschen was an Geld verkaufen. Okay, Leute, wir stehen vor der ersten Quali-Runde, beziehungsweise ich glaube, hier in der Karriere ist es die einzige Quali-Runde. Legia Warschau ist der Gegner. Wir haben einiges verkauft. Wir haben 52 Millionen Euro auf der Bank und haben die folgenden Kandidaten verkauft. Santos für 16,2 Millionen. Unfassbarer Verkauf, da der gerade mal einen Marktwert von 7 Millionen hat. Der Kollege hier für 4,25 zu Feyenoord. Unser einer Keeper für 8,3 Millionen. Auch fast das Doppelte vom Marktwert zu Besiktas. Oviedo zu Mallorca für 1 Million. Wind, der beste Mann hier, Jonas Wind. Absolut geiler Name für 7 Millionen, auch das Doppelte vom Marktwert. Nach Amerika zu Los Angeles Football Club, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das spielt auf jeden Fall Joseph Martinez. Und zu guter Letzt der Kollege hier für 1,3 Millionen. Das heißt also jetzt, wir haben ein bisschen Geld auf der Bank und das wird jetzt natürlich in Neuzugänge investiert. So Leute, die Transfers sind abgehakt. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir holen konnten, von dem Budget, was wir hatten. Ich konnte natürlich nicht alle Namen holen, die ich holen wollte, aber es sind letztendlich die folgenden geworden. Unter anderem für die Innenverteidigerposition William Saliba vom FC Arsenal für 12 Millionen. Für die Stürmerposition Myron Buadu von Alkmaar für knappe 16,5 Millionen. Rico Ipuig, Vertrag läuft aus vom FC Barcelona. Wir zahlen gerade mal 6,6 Millionen. Für die Torhüterposition unser neuer Mann Luis Maximiliano Parmigiano. Man kennt ihn von Sporting Lissabon, glaube ich. Für 7,4 Millionen. Und zu guter Letzt der Kollege hier, dessen Namen ich am besten nicht aussprechen werde, für 5 Millionen von Dynamo Kiew. Das bedeutet also, unser Kader sieht für die zweite Saison folgendermaßen aus. Also es hat sich schon ein bisschen was verbessert. Das durchschnittliche Niveau ist, denke ich mal, deutlich gestiegen mit so Namen wie Saliba und auch Boado, die beide eine 76er Gesamtstärke haben. Und in dem Sinne gehen wir ein allererstes Mal rein in die Kalendersimulation und sehen uns dann zur Saisonhälfte oder zur Wintertransferphase, eher gesagt im Januar 2021 wieder. So, Januar 2021, wir sind angekommen zur Wintertransferphase und blicken dann mal auf die Wettbewerbe. Wir sind in der Liga Erster, das sieht ganz gut aus, 7 Punkte Vorsprung, keine einzige Niederlage, das Ganze wird so ähnlich laufen wie natürlich auch in anderen Sprint to Glories. Es wird ein absoluter Selbstläufer werden, hier in Dänemark irgendwann und so langsam fängt es schon an, beziehungsweise es hat eigentlich schon angefangen, wir haben keine einzige Niederlage, gerade mal 9 Gegentore. Ich glaube auch, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben und jetzt auf einmal ist ja auch ein Pokal, wie es aussieht. Und da sind wir noch drin. Da geht es im Viertelfinale ran gegen einen Gegner, wie man sehen kann. Würde ich jetzt... Nee, hören wir auf. Wir sprechen das Ganze mal lieber nicht aus. Champions League.
Schauen wir mal rein, sind wir da irgendwie qualifiziert? Nee, sind wir nicht. Wir waren aber, ja, in der Gruppe mit Ajax, Neapel und Barca. Da ist es halt ein bisschen schwierig, irgendwie Zweiter oder Dritter zu werden. Ist dann noch ein bisschen schwierig momentan mit der folgenden Mannschaft hier, aber das ist natürlich das Ziel, dass wir in diese Richtung gehen, dass wir uns irgendwann nochmal qualifizieren können für die K.O.-Phase der Champions League. Das hier ist die Mannschaft zur Hälfte der Saison, sieht von den Entwicklungen alles andere halt schlecht aus und wir gehen so langsam aber sicher sogar tatsächlich auf eine komplette 80er-Mannschaft. Also so Leute wie eben Baro oder auch Almada, Pedrosa stehen alle kurz vor der 80er-Gesamtstärke. Im Winter hier in Dänemark ist nicht viel los, deswegen, falls irgendwas passieren sollte, werdet ihr es sehen. Großartig viel ist leider Gottes nicht passiert. Wir haben ein Angebot für einen Spieler von uns bekommen, was aber jetzt nicht unbedingt interessant war. Und dazu noch zwei Leihangebote. Das war es jetzt also mit der Wintertransferphase. Und wenn ich mal gerade reingucke in die Liga, da gibt es ja eigentlich nur, okay, es gibt mehr als 10 Mannschaften. Dann hätte ich eigentlich gesagt, wir wären ja schon fertig mit der Saison. Aber nee, es gibt insgesamt 14 Mannschaften. Das heißt, da sind noch ein paar Spieltage offen plus die Meisterschaftsrunde. Und damit gehen wir jetzt ein weiteres Mal rein in den Kalender zum Ende der zweiten Saison. Okay, das soll es an der Stelle gewesen sein mit der zweiten Saison. In der Liga absolut ohne irgendwelche Probleme natürlich Meister geworden. Dazu dann auch der Pokal, den haben wir ebenfalls gewonnen. Damit auch das nationale Double. Das hier ist die Mannschaft zum Ende der zweiten Saison. Wir haben die ersten beiden 80er Gesamtstärken mit Baro und mit Pedrosa. Ich glaube, der Kollege hier müsste sich auch sehr, sehr gut entwickelt haben. Also ich glaube, wir haben ihn immer da 71 geholt und jetzt hat er schon eine 75. Also von den Entwicklungen her bin ich mehr als nur zufrieden mit der Mannschaft hier. Und damit geht es jetzt also rein in Saison Nummer 3. In der dritten Saison dann angekommen, blicken wir erst einmal auf das Transferbudget. Und das sind 31 Millionen Euro. Okay, wir steigern uns so langsam aber sicher. Und haben jetzt auch schon vom Vorstand das Ziel bekommen, die K.O.-Phase in der Champions League zu erreichen. Was aber ein bisschen schwierig wird, weil bekanntermaßen wir müssen uns immer wieder über die Qualifikation, also über die Champions League-Qualifikation für die Königsklasse qualifizieren. Und das bedeutet, wir kommen eigentlich immer mit zwei sehr starken Gegnern in eine Gruppe, außer wir haben ein bisschen Glück da, aber ne, das musst du halt auch erstmal haben. Deswegen jetzt also Saison Nummer 3 und mal gucken, was wir da so machen werden. Der erste dicke Verkauf, er kommt in Saison Nummer 3. Baro geht für 60 Millionen Euro zu Benfica Lissabon. Und sein Ersatz kommt von Real Madrid und heißt Takefusa Kubo. Ich bin sehr gespannt auf die Gesamtbewertung. Ich muss jetzt ein bisschen schneller handeln, weil auch schon andere Vereine den guten Japaner kontaktiert hatte. Deswegen blicken wir erst gleich auf die Gesamtstärke und das sind 78. Wir haben gerade mal 17,1 Millionen bezahlt und damit bin ich mehr als nur zufrieden. Und da haben wir jetzt auch Transfer Nummer 2. Man hat ihn gerade eben schon gesehen. Ein neuer Rechtsverteidiger kommt aus der spanischen Liga von Real Betis Sevilla. Wir ziehen die Freigabesumme 14,9 Millionen und es kommt Emerson. Und da haben wir jetzt auch Transfer Nummer 3. Wir mussten ein wenig schneller handeln, weil auch hier wieder ein anderer Verein ihn schon haben wollte. Dayu Upamecano kommt aus der Bundesliga von RB Leipzig für 26,6 Millionen Euro. Auch hier wieder die Freigabesumme gezogen. Einer unserer ersten Transfers in dieser Karriere, Chepelle, verlässt uns für 30 Millionen Euro in Richtung Sheffield United. Und auch unser Torhüter Luis Maximiliano verlässt uns nach einer Saison wieder und geht für 20,9 Millionen zu Fortuna Düsseldorf. Und da haben wir jetzt auch unseren neuen Torhüter gefunden, Dominik Livakovic. Noch nie gehört den Namen, ehrlich gesagt, aber der ist nicht schlecht. Der hat eine 83er Gesamtstärke, wir haben 29 Millionen bezahlt, Kroate von Dynamo Zagreb. Und da haben wir jetzt auch wieder den nächsten Transfer für die 6er-Position anstelle von Chepelev, den wir für 30 Millionen Euro verkauft haben mit einer, was hat er, 78er Gesamtstärke oder so. Holen wir jetzt aber Florentino von Benfica Lissabon, zahlen da 26 Millionen Euro für eine 80er Gesamtstärke und der Kollege wird unser neuer 6er. Das bedeutet also, die folgende Mannschaft wird uns durch die dritte Saison begleiten. Wir gehen dann erstes Mal rein in den Kalender, mal gucken, ob wir es auch schaffen werden, uns für die Champions League zu qualifizieren. Da haben wir schon die erste Runde gegen Molde gewonnen. Prag ist der nächste Gegner und dann sehen wir uns im Januar 2022 wieder. Leute, ich bin gespannt. Ich habe gerade ehrlich gesagt nicht richtig auf die Kalendersimulation geguckt, aber ich habe gesehen, wir haben uns definitiv für die Champions League qualifiziert und ein Gruppengegner war Panathinaikos. Und wer war noch am Start? Liverpool. Oh, und Valencia. Ey, sag mir jetzt nicht, dass wir wieder in so einer Gruppe Vierter werden. Okay, wir sind immerhin Dritter geworden. Das bedeutet also, wir sind für die Europa League qualifiziert. Gegen Valencia und Liverpool hast du halt nun mal noch keine Chance. In der Liga sieht es aber weiterhin gut aus. Ohne eine einzige Niederlage, gerade mal 2 Gegentore. Unfassbar. Also es wird ja, wie gesagt, ab zum absoluten Selbstläufer. Pokal sind wir ebenfalls noch am Start. Und in der Euroleague zu guter Letzt ist unser Gegner für die Runde der letzten 32 Lille. Ja, das ist ein bisschen, das wird schwierig, da weiterzukommen. Das ist die Mannschaft jetzt.
Zur Saisonhälfte, also fast eine komplette 80er-Mannschaft, ist jetzt endlich am Start. Die einzigen beiden, die noch fehlen, das sind Guiri und Dilrosun mit einer 79er-Gesamtstärke. Der Rest ist jetzt eben bei einer 80 angelangt. Auch die Bankspieler sind teilweise schon fast bei einer 80 angelangt, wie Maroni oder auch Puig. Also das läuft wirklich sehr, sehr gut. Und wir gucken jetzt mal, was in der Wintertransferphase so abgeht. Falls was passieren sollte, seid ihr die Ersten, die es mitbekommen. Also ich weiß ja nicht, ob es daran liegt, dass die Wintertransferphasen wegen den wenigen Spielen so unspektakulär sind hier in Dänemark, aber sie sind es definitiv. Es ist einfach mal wieder gar nichts passiert. An der Mannschaft hat sich auch gar nichts verändert, kein Spieler dazugekommen, kein Spieler verkauft, aber was sich nicht ändert, ist, dass wir jetzt definitiv wieder in den Kalender reingehen, in die Simulation und wir sehen uns zum Saisonende wieder. Dritte Saison ist beendet, wir sind angekommen im Juni 2022 und ich glaube, die Saison lief eigentlich im Endeffekt gar nicht so schlecht. Wir blicken auf die Endergebnisse, 106 Punkte in der Liga geholt, ich weiß nicht, ob das bedeutet, ihr habt keine einzige Niederlage, also es lief wirklich blendend, wie man sehen kann. Den Pokal, den dürften wir ebenfalls geholt haben, genau so sieht es aus. Und zu guter Letzt der Blick auf die Euroleague, da habe ich gesehen, wir sind sogar bis ins Viertelfinale gekommen. Und da leider mit 3:4 gegen die Roma ausgeschieden. Im Achtelfinale haben wir zuvor Schalke besiegt mit einem 3:0 und in der Runde der letzten 32 gegen Lille ebenfalls mit 3:1 weitergekommen. Also es läuft definitiv. Wir machen also schon mal unsere ersten Schritte und besiegen auch die ersten etwas größeren europäischen internationalen Vereine. Das hier ist die Mannschaft zum Ende der dritten Saison. Wie gesagt, fast eine komplette 80er-Mannschaft jetzt eben bis auf Guiri noch. Also der ist so der Einzige, der noch so ein bisschen hinterherhängt mit einer einzigen Gesamtstärke, die ihm fehlt. Ja, Deutsch ist definitiv am Start, ich merke schon. Soll uns aber jetzt nicht weiter aufhalten. Wir gehen rein in die nächste Saison, in Saison Nummer 4. Und dort angekommen, unser erster Blick, wie immer, auf das Transferbudget. 59 Millionen, okay, es wird langsam. Wir haben das Viertelfinale zu erreichen in der Champions League. Keine Ahnung, wie das klappen soll, aber gut, wir schauen einfach mal. Und damit geht's los mit der vierten Saison. Verkauf Nummer 1 in der vierten Saison. William Saliba geht für 70,7 Millionen zu Sporting Lissabon. Und jetzt geht hier doch tatsächlich Dilrosun für 82 Millionen zu Ajax Amsterdam. Und hier ist der Ersatz für Dilrosun. Das ist Ryan Fraser. Spielt beim FC Bayern mittlerweile, kommt eigentlich ursprünglich von Bournemouth. Ja, der mag zwar 28 sein, ich werde den auch definitiv nächste Saison verkaufen. Aber Leute, 15,5 Millionen Freigabe, somit drei Bewertungen besser als Dilrosun. Absolut am Start. Willkommen bei Kopenhagen. Er ist die ganze Zeit unglücklich, ich wollte ihn eigentlich behalten, aber auch Jesus Ferreira verkaufen wir jetzt also zum Beginn der vierten Saison. Für 16,7 Millionen geht es zum FC Genua. Ja gut, und der Ersatz für Jesus Ferreira wird niemand Geringeres als der gute Mann hier. Luka Jovic, wir ziehen die Freigabesumme 81 Millionen und damit holen wir unseren neuen Stürmer. Gonzalo Maroni war jetzt schon die ganze Zeit unglücklich und jetzt geht es also endlich für 47 Millionen zu Başakşehir hier in die Super League. Viel Spaß. Und auf der anderen Seite profitieren wir zweimal von unglaublichen Freigabesummen, Leute. 20,9 Millionen für Amadou Haidara und für Amin Harit mit einer 85er Gesamtstärke. Fahren wir dann nochmal gut und gerne 27,5 Millionen. Also, ne, das ist Business, was wir hier machen. Das kann sich schon sehen lassen. Guiri verlässt jetzt ebenfalls den Verein und geht für 34,1 Millionen in die Serie A zu Bologna. Wir schlagen doppelt beim FC Barcelona zu. Als erstes die Freigabesumme von Fatih. Ich glaube, das ist ein No-Brainer, 12,6 Millionen Euro, die zu ziehen. Und genau das machen wir. Und dazu kommt auch noch Clément Lenglet vom FC Barcelona. Da profitieren wir davon, dass der Vertrag ausläuft und zahlen gerade mal 5 Millionen Euro mehr als sein Marktwert. 75 Millionen. Leute, das war definitiv eine mehr als nur besondere Transferphase. Das ist am Ende daraus geworden. Wir haben eine komplette 80er-Mannschaft. Wir haben eine 90er-Gesamtstärke. Wir haben eine 89 mit Jovic und allgemein das Niveau der Mannschaft ist definitiv besser geworden. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Diese Saison wird es, denke ich mal, sowieso nichts mit irgendwelchen internationalen Titeln. Deswegen denke ich mal, gehen wir jetzt einfach mal rein in den Kalender für die Champions League. Sollten wir uns damit auch qualifizieren gegen Prag, haben wir das Hinspiel 2:0 gewonnen und dann sehen wir uns gleich wieder, nämlich im Januar 2023. Angekommen dann zur Saisonhälfte im Januar 2023, würde ich mal sagen, blicken wir auf die Wettbewerbe. In der Liga sind wir Erster, ne? Sollte klar sein. Ich glaube, ne, ich muss es nicht erwähnen. Pokal, ja, pipapo, wir sind drin, alles klar. Champions League, das wird jetzt interessant. Wir sind fürs Achtelfinale qualifiziert. Da geht es ran gegen Inter Mailand. Wir sind sogar Gruppenerster geworden. In der Gruppe mit Bayern, in der Gruppe mit Lyon und in der Gruppe mit Lokomotiv Moskau. Das hier ist die Mannschaft zur Saisonhälfte. Von den Entwicklungen her hat sich mal wieder viel getan. Ich sehe, Almada ist mittlerweile schon auf einem Level mit Harit. Das bedeutet, die beiden werden wir einfach mal austauschen. Und ja, ich bin mehr als so zufrieden. Also,
da gibt es nicht viel zu sagen. Da wir transfermäßig so viel schon im Sommer gemacht haben, glaube ich, wird jetzt im Winter nicht viel passieren. Wir hätten jetzt zwar noch 28 Millionen, aber die hoffe ich einfach mal, dass wir die irgendwie in die nächste Saison halbwegs mitnehmen können. Wir springen jetzt erstmal wieder rein in den Kalender, gehen rein ins Saisonfinale, ins Ende der Saison. Juni 2023, wir sehen uns gleich wieder. Die vierte Saison ist damit auch vorbei und wir blicken auf die Wettbewerbe. Also kurzer Blick, wir machen das Ganze mal ganz kurz und schmerzlos. In der Liga haben wir mal wieder kein einziges Spiel verloren. Man kennt es, 6 Gegentore über 36 Spieltage ist, würde ich mal sagen, ganz gut. Den Pokal, den haben wir ebenfalls gewonnen. Und zu guter Letzt die Champions League. Da sind wir bis ins Viertelfinale gekommen, habe ich schon gesehen. Gegen den AC Mailand. Leider auch hier wieder mit viel Pech. Mit 2:3 ausgeschieden gegen Inter Mailand sind wir sogar mit einem 2:1 weitergekommen. Und ja, mal gucken, was da nächste Saison gehen wird. Das ist die Truppe zum Ende der vierten Saison. So sieht das Ganze eben aus. 2 Schwerverletzte, die beiden von Barcelona, die wir geholt haben. Mit Lenglet und Fatih. Ansonsten könnt ihr ja den Rest des Kaders selber sehen. Und damit geht es jetzt rein in Saison Nummer 1. 1, 2, 3, 4, 5. Dann schauen wir mal rein in die fünfte Saison. Wir blicken als erstes auf das Transferbudget und das sind 102 Millionen Euro. Jetzt haben wir aber auch das Ziel, Finale erreichen in der Champions League. Und genau aus diesem Grund landen die folgenden Namen auf der Transferliste. Sind natürlich alles keine schlechten Spieler, aber ob du damit jetzt ein Champions League Finale erreichst, das ist halt so die andere Frage. Und in dem Sinne, schauen wir mal, was so gehen wird in Saison Nummer 5. Der erste Verkauf der fünften Saison für nicht mal 30 Millionen geholt und jetzt für 75 Millionen an Fulham verkauft bei Amin Harit. Anstelle von Amin Harit kommt dann halt auch niemand Geringeres als Frenkie de Jong vom FC Barcelona, 92er Gesamtstärke und wir haben gerade mal 102 Millionen bezahlt. Und da haben wir jetzt noch den nächsten Verkauf. Sporting Lissabon holt Emerson, von dem wir uns jetzt hier nach vielen sehr guten Jahren auch tatsächlich verabschieden müssen. 53 Millionen für Nicolas Kosa. Der hat nicht mal eine 80. Alter, das nehmen wir safe an. Der Ersatz für Emerson ist gefunden und das wird niemand Geringeres als Trent Alexander-Arnold. Wir bezahlen 64 Millionen Euro für eine 89er Gesamtstärke. Das ist halt weniger als das, was wir für Emerson bezahlt haben. Bekommen haben. Richtig, ihr wisst, was ich meine. Und anstelle von Nicolas Kosa holen wir niemand Geringeres als Niklas Süle. Für die Innenverteidigung von Manchester United, mittlerweile 27 Jahre alt, 90er Gesamtstärke und bildet jetzt die Innenverteidigung mit Lenglet. Also ich muss sagen, die fünfte Saison macht bisher sehr viel Spaß. Der nächste richtig dicke Verkauf, Upamecano, geht für 125 Millionen zum FC Bayern. Und Leute, selbst einen 29-jährigen Ryan Fraser verkaufen wir fast für das Doppelte des Marktwerts für 47 Millionen an den FC Granada. Oder auch nicht. Danke dafür, Ryan Fraser. Diese Saison kann sich gar nicht mehr retten vor krassen Verkäufen. Florentino geht für 83 Millionen in die Premier League zu Sheffield. Ich sag's euch, Leute, was wir in der Saison erleben, ist einfach wild. 118,5 Millionen für Kubo von Leeds United. Was geht hier bitte ab? Das bedeutet also, wir haben am Transfer Deadline Day 324 Millionen zum Ausgeben und mal gucken, was wir damit jetzt so anstellen. Und da haben wir jetzt erstmal den Nachfolger für Florentino gefunden. Von den Tottenham Hotspurs kommt Tanguy Ndombele. Für Untermarktwert 70 Millionen Euro beträgt er und wir haben definitiv unter 70 Millionen bezahlt, nämlich 67. Vertrag lief eben aus und 89er Gesamtstärke kann sich sehen lassen. Ja, und der neue Rechtsflügel anstelle von Kubo. Ihr seht ihn schon, ich muss, glaube ich, ne, gar nichts dazu sagen. Es wird Kylian Mbappé. 151 Millionen haben wir bezahlt. Vertrag lief aus. Gönnung. Ein letzter Transfer ist aber noch drin. Wir holen Kingsley Coman von Lazio Rom, wo er mittlerweile spielt, für 65 Millionen. Und Ryan Fraser im Tausch, verkauft hat der gute Kollege sich nicht. 88er Gesamtstärke hat der gute Mann. Und ich glaube, Verstärkung ist es auch. Okay, Coman war nicht ganz der letzte Transfer. Wir brauchen noch einen Backup-Torhüter. Ich hole Alessandro Plizzari vom AC Mailand für 11,9 irgendwas Millionen. Und ja, mit einer 76er Gesamtstärke reicht das, denke ich mal, als Backup. Heißt also, so sieht die Mannschaft für die fünfte Saison aus. Leute, es ist unfassbar, was wir hier wieder gemacht haben. Mbappé, Coman, De Jong, Alexander-Arnold, Ndombele, Süle, hast du nicht gesehen. Einfach und, glaube ich, der einzige Mann aus der ersten Saison, der noch übrig geblieben ist, beziehungsweise, ich glaube, zwei Leute müssten es sein, nämlich einmal der Pedrosa und Ferguson. Das sind so die einzigen zwei, die halt tatsächlich noch am Start sind. Der Rest ist halt wirklich alle mittlerweile weg. Unfassbar krass. Und ja, also, so viel dann dazu.
So Leute, der Transfer Deadline Day ist vorbei. Es wurden fast 2 Milliarden Euro ausgegeben. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Gut, wir haben aber auch einen sehr, sehr netten Beitrag dazu geleistet. Wir springen jetzt erstmal rein in den Kalender, in die Simulation. Und dann sehen wir uns im Januar 2024 wieder. Angekommen im Januar 2024. Kurzer Blick, also wirklich kurz, auf die Wettbewerbe. In Dänemark, glaube ich, müssen wir gar nicht mehr reden. Wir sind absolut von einem anderen Stern. Ein einziges Gegentor in 20 Spielen. Was geht hier ab? Okay, Pokal ist dann scheinbar auch wieder verschwunden. Und die Champions League. Kommen wir mal kurz drauf. Wir müssen im Halbfinale. Im Halbfinale? Was ist da denn ist? Ich bin ein bisschen zu sehr gehypt. Im Achtelfinale gegen Chelsea ran. Sind natürlich Gruppenerster geworden. Okay, was heißt natürlich mit gleichen Punkten wie Monaco. Aber Gruppenerster ist Gruppenerster im Endeffekt. Und das alles mit der folgenden Mannschaft hier. Ja gut, Süle war verletzt, als ich angefangen habe zu simulieren. Und jetzt, wo wir wieder da sind, ist Lengle verletzt. Ja, muss los. Das ist nicht so gut. Mal gucken, wie lange. Ich hoffe mal nicht zu lange, weil sonst könnte das ein bisschen schwierig werden. Ja, okay, 2 Wochen, der wird das schon schaffen. Ich würde mal sagen, der Sommer war schon relativ aussagekräftig, was es diese Saison werden musste. Deswegen verlieren wir keine großen Worte. Springen rein in den Kalender, in die Simulation. Und sehen uns dann im Mai 2024 wieder. Und so sieht es auch aus. Mai 2024 in der 5. Saison. Der FC Kopenhagen steht im Champions League Finale und in dem geht es ran gegen Real Madrid. Also, ne, der Typ da hinten rechts im Hintergrund, er hält sich hartnäckig. Muss man schon sagen, aber okay, alles klar. Wir blicken erstmal auf die Champions League. Gegen wen haben wir uns da durchgesetzt? Im Halbfinale gegen Barca mit einem 2:0. Im Viertelfinale gegen Atletico mit einem 4:3. Das war schon ein bisschen knapp. Und im Achtelfinale dann gegen den FC Chelsea mit der Auswärtstorregel. Puh, das war knapp. Im einzigen anderen Wettbewerb, den es eigentlich gibt für uns in der Saison, das ist die Liga, sind wir ohne eine einzige Niederlage und mit 7 Gegentoren am Ende Meister geworden. 108 Punkte auf dem Konto und ja, Dänemark ist quasi jetzt mittlerweile wie Deutschland, was Fußball angeht. Also da gibt es ja nur eine Mannschaft und das war's. Das hier ist die Mannschaft zum Ende der Karriere. Ich bin mega, mega stolz darauf, mega, mega zufrieden allgemein mit dieser Karriere, wie wir begonnen haben, womit wir begonnen haben und was wir jetzt nach 5 Saisons hier kreiert haben. Das ist eine fast komplette 90er-Mannschaft mit Pedrosa. Haben wir dann auch nochmal einen Kandidaten, den wir sogar in der ersten Transferphase dieser Karriere geholt haben oder auch so Leute wie Almada in der zweiten. Einfach nur eine unfassbar krasse Mannschaft, die wir hier aufgebaut haben und mit der wir jetzt natürlich auch ins Champions League Finale reingehen. Wir fucken gar nicht lang rum. Sag mal, will der Typ jetzt hier hinten rechts im Hinter. Hä? Alles klar, Digga. Der Typ steht da einfach. Alter Gott. Ich mag gar nichts mehr, ey. Was macht er damit? Ja, okay. Dann stehen halt bei uns 2 Spieler. Ist vielleicht auch mal was Besonderes. Alles klar. Und in dem Sinne gehen wir rein ins Olympiastadion, ins Champions League Finale gegen Real Madrid. Wir sehen Raúl, es geht ran im Champions League Finale. Wahrscheinlich, ich kann mir persönlich vorstellen, ein allererstes Mal mit einer dänischen Mannschaft ran gegen Real Madrid. Der FC Kopenhagen gegen Real Madrid. Für die einen ist das Champions League Finale Daily Business. Für die anderen ist es hier was ganz Besonderes. Und umso mehr wollen wir den Henkelpot gewinnen. Unsere Mannschaften, die wir rausgehauen haben, kennen wir ja bereits. Bei Real sind es Leipzig, Lazio Rom und Inter Mailand, die man geschlagen hat auf dem Weg hier ins Champions League Finale. Und das alles bei den Königlichen mit der folgenden Mannschaft. Ich habe hier und da bei Transfers, die ich tätigen wollte, schon gesehen. Die haben eine unfassbar krasse Mannschaft. Wir sehen Ziyech auf der Bank neben Eriksen und in der Startelf Sanchez, Tah, Wan-Bissaka, Fernandes, Ødegaard, Ali, Depay, Bernardo Silva und Eden Hazard, der mit über 30 Jahren hier immer noch am Start ist. Unsere Mannschaft kennt man ja bereits und damit legen wir also los. Champions League Finale mit dem FC Kopenhagen. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Bruder, da steht einfach ein Typ. Wer ist das denn? Da steht einfach ein Typ. Habt ihr den gesehen, Leute? Wer ist das? Oh nein, oh nein. Ich sehe es, es ist Boadu. Nein, nein. Das ist der Typ, der schon vor dem Spiel die ganze Zeit rumstand. Und jetzt steht der im Stadion einfach da. Leute, ich falle hier gerade vom Glauben ab. Also, dass das mal passieren kann, dass der Spieler da im Karrieremodus im Hintergrund zu sehen ist, okay. Okay, akzeptiere ich komplett. Aber im Stadion, der steht da einfach nur rum. Das ist Boadu. Der spielt nicht. Wir sehen es hier. Boadu spielt nicht. Boadu ist auf der Bank. Oder halt auch im Spiel. Okay, dann spielen wir. Wurde da über mit 12 Mann. Interessant.
Okay, jetzt mal Konzentration. Almada. Almada mit dem Ball für De Jong. De Jong! Oh, am Tor vorbei. Alter, 92er Gesamtstärke. Die musst du reinhauen. Aber wie? Und jetzt, Coman. Jovic. Jovic für Kingsley Coman. Kingsley Coman! Und da ist das 1:0 gefallen. 22. Minute. Der FC Kopenhagen führt im Champions League-Finale. Kingsley Coman, unser letzter ernsthafter Transfer für die Startelf in der Sommertransferphase in dieser fünften Saison. Und er macht das 1:0. Vorlage von Jovic, unfassbarer Lauf von Coman, unfassbares Tempo. Jetzt kann er mittlerweile auch schießen in der Karriere mit einer 89 und macht das 1:0. Rigilon, ey, gar kein Gegner. Für Kylian Mbappé, der mit dem Ball für Jovic, der nochmal zurück auf Mbappé und Mbappé, Coman, und da ist das 2:0. Kingsley Coman, relativ einfaches Tor im Mario Gomez-Stile mit dem Abstauber in der 40. Minute zum zweiten Tor. Ganz kurz, Leute, ich will es jetzt einfach mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich jetzt Boadu einwechsel? Steht da noch ein Boadu dann oder was passiert da jetzt? Das werden wir herausfinden. Jovic auf Mbappé. Mbappé läuft alleine auf den Keeper zu, oben nochmal auf Almada gelegt und da ist Tor Nummer 3. 53. Minute, Champions League Finale ist, denke ich mal, damit auch entschieden. Und ja, der FC Kopenhagen gewinnt. Almada, einer unserer ersten Transfers in der zweiten Saison gewesen für die 10er-Position und der schlägt definitiv vorbei. Nee, Almada haben wir nicht in der zweiten Saison geholt, sondern in der ersten. Vergesst das, wir hatten ja Maroni und Almada. Stimmt, das heißt Almada und Pedrosa sind die zwei Leute, die eben von der ersten Saison, von unseren Transfers noch am Start sind. Und jetzt, Leute, ihr seht es. Ganz kurz. So, da steht zweimal der gleiche Spieler. Schaut es euch bitte an. So, wir müssen jetzt mal kurz den Spieler suchen. Da ist er. Da ist er. Er ist einfach zweimal da. Zweimal da. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Er steht einfach zweimal da. Er ist eingewechselt und steht einfach zweimal da. Ey, das ist unglaublich. Er steht einfach. Er ist einfach zweimal auf dem Spielfeld. Oh mein Gott, ey. Ich fang es gar nicht mehr. Ey, das ist unglaublich. Er steht da einmal und ist nochmal drin. Unfassbar, ey, wirklich. Unglaublich. Ich pack gar nichts mehr. Ich hab's nimmer packt, ey. Nimmer packt. So, sehen wir vielleicht nochmal ein Tor. Boadu läuft alleine auf Courtois zu Boadu und da ist das 4:0. Boadu Nummer 2 auf dem Feld mit einem Tor. Sogar nochmal zum Abschluss. Und ja, das wird Boadu Nummer 1 bestimmt auch freuen. Kommt jetzt hier leider nicht angelaufen, aber er freut sich bestimmt auch im Ende. Okay, Leute, das war, denke ich mal, ein mehr als nur unterhaltsames Finale, was so ein bisschen das überschattet hat, dass wir jetzt hier tatsächlich mit dem FC Kopenhagen als erster dänischer Verein in der Geschichte die Champions League gewonnen haben. 5 Saisons, 5 Jahre hat es gebraucht, aber jetzt haben wir es endlich geschafft und können den Henkelpost in die Luft halten. Unterhaltsam war das ganze Finale und das Ende dieser Sprint to Glory allemal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonnieren, Glocke aktivieren ebenfalls nicht vergessen, um in der Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und an der Stelle verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Morgen gibt es den nächsten SDG Showdown. Bis dahin, haut da rein und ciao.